So, hallihallo Leute und willkommen zum neunten Part von Resident Evil 7. In der Demo immer noch, im Teaser. Und zwar werdet ihr gleich sehen, warum ich noch einen neunten Part hierzu mache. Genau hier steht es jetzt, im VR-Modus spielen. Das, was ich hier gerade spreche, ist übrigens nachgesprochen. Es kann also kurz sein, dass ihr mich nochmal schnaufen hört oder ähnliches. Was ich dann in-game gemacht habe. Ich habe vergessen, das Mikro da zu muten. Beziehungsweise, ich dachte nicht, dass man mich hört, weil es zu weit weg ist. Man hat es allerdings dann hier und da doch gehört. Ich habe nur mal kurz reingeguckt. Wir spielen hier gerade das Tutorial. Ich fand das sehr interessant und es könnte unter Umständen auch für euch interessant sein. Erstmal, wenn ich die Optionstaste, also die Start-, die Pause-Taste, hätte ich sie jetzt bei mir genannt, die Start-Taste. Ist ja jetzt mittlerweile eine Options-Taste beim PS4-Controller gedrückt hatte, kann ich die Position neu einstellen. Und hier soll ich jetzt erstmal, ja, mich mit den Grundsätzen bekannt machen mit der VR-Brille in Resident Evil 7. Und diese roten Flecke da angucken, das kennt man halt mit der Steuerung auch aus sich anderen Spielen. Einfach mal zu diesen Flecken gucken, jetzt halt nur, dass ich wirklich meinen Kopf bewegen muss dafür. Ihr seht es hier ein bisschen anders, als ich es natürlich mit der VR-Brille gesehen habe. Ich kann natürlich eins sagen, mit der VR-Brille sieht das so hammer aus. Dieses Gitter ist jetzt übrigens dafür da, dass ich die Entfernungen besser einschätzen kann. Wie zumindest gleich noch erklärt. Und warum ich das sehr interessant finde, euch dieses Tutorial der VR zu zeigen, seht ihr jetzt gleich, denn es ist so, dass wenn ich den rechten Analogstick benutze, ich die Kamera immer um 30 Grad schwenke. Hier steht es jetzt. ja. Das ist genau das, dieses ruckartige Hin- und Her-Gucken. Also normalerweise, wenn man in Resident Evil den Analogstick benutzt, das ist ja eine flüssige Bewegung. Wenn ich meinen Kopf drehe, ist es auch eine flüssige Bewegung in dieser VR-Umgebung. Aber das ist immer diese ruckartige Bewegung. Also nicht, dass es euch wundert, wenn da so eine ruckartige Bewegung kommt. Das klappt nicht hundertprozentig, wie ich finde. Also es ist nicht wirklich so, dass automatisch da, wo ich hingucke, dann auf einmal vorne ist. Ich fand es auch sehr interessant, dass ich es gespielt habe, weil ich saß dann irgendwann ganz anders vorm Rechner als ursprünglich. Ich muss eins sagen, ich fand das Gefühl, jetzt VR-mäßig in dem Spiel zu sein, ultra gut. Also mir wurde zwar beim Rennen und beim öfteren Hin- und Herdrehen ein bisschen übel, aber ich fand es trotzdem sehr gut. Was ich schade finde ist, das Spiel startet ja jetzt gleich. Da ist jetzt gerade der Ladebalken. Ich starre da gerade den Ladebalken an. sowohl das PS4-Menü als auch alles andere, was 2D ist, sieht halt einfach so aus, als hätte man eine Leinwand vor sich und irgendwo wäre da was gegen gestreamt. Da ist jetzt halt der Ladebalken so, als würde der gegen eine Leinwand gestreamt werden. Und das ist das Einzige, was überhaupt da irgendwie sichtbar ist, habe ich da halt hingeguckt. Ja, wie gesagt, jetzt können wir auf jeden Fall starten. Die Mitternacht-Version, die kennen wir auch schon. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe es nur mal so ein bisschen angeteasert und ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man theoretisch dazu kommt, dass man das Monster abschießt. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall, man sieht jetzt schon mal, es fehlt das Aufstehen vom Boden. Und es sieht einfach so ultra geil aus. Ihr seht, das ist jetzt auch leicht runterversetzt. Also im VR sieht das, man kann es wirklich nicht beschreiben. Wie gesagt, worauf ich hinaus wollte. Man sieht einen groben Unterschied. Ihr seht jetzt zum Beispiel schon, die Lampe ist ja ultra verpixelt und sowas. Das sieht ihr gleich in der Küche nochmal ein bisschen besser. Die Grafik ist deutlich schlechter. Also in der PS, in der normalen PS4 ohne VR-Modus hat dieses Spiel eine deutlich bessere Grafik. Dafür kann man sowas nicht machen und das sieht, also man kann es schon machen, aber es sieht halt extrem geil aus mit VR, wenn man dann wirklich denkt, man ist halt auch da. Das kann man gar nicht beschreiben. Hier fehlt jetzt auch zum Beispiel die Animation, wie die Hand da ist und an der Kette zieht. Es fehlen also mehrere Animationen und da muss ich einfach sagen, okay, wahrscheinlich einerseits, weil der Kopf dann natürlich zwangsweise bewegt worden wäre. Beim Aufstehen steht er halt auf und hebt den Kopf und da klettert er ja kurz in den Kamin rein.
Deshalb fehlen die wahrscheinlich. Wäre natürlich für ein Let's Play vielleicht ein bisschen blöd. Weshalb ich halt am Überlegen bin, es im VR zu livestreamen. Und das dann nachher auch nochmal natürlich auf YouTube euch hochzuladen. Und dann nochmal ohne VR für euch zu Let's Playen. Ich weiß nicht, ob ich zeitgleich mache oder hintereinander, aber halt so, dass dann ja, da fehlt ja zum Beispiel auch die Hand, die da hinfasst, wo dann erst, dass mir das Ding auf die Hand fällt. So, dass ihr dann halt auch einmal alle Animationen und sowas auch mitbekommt, dass es flüssiger aussieht, weil das sieht ja jetzt wirklich wie so ein Spiel aus, wie vor, keine Ahnung, 17 Jahren oder sowas. Anfangs werdet ihr jetzt gleich noch sehen, habe ich es mir sehr schwer getan mit der Steuerung noch. Ihr werdet auch sehr oft sehen, dass ich einfach irgendwo stehen bleibe und mir was angucke, was einfach daran liegt, dass es im VR einfach komplett anders aussieht. Wie zum Beispiel das. Ja, ich habe mir die Toilette, das Blut angeguckt. Es sieht einfach so genial aus in VR. Es ist für die Leute, die keinen VR gespielt haben bis jetzt. Ich sehe es ja jetzt gerade auch. Das ist ja die Aufnahme, als ich die Brille auf hatte. Ich sehe es ja jetzt gerade. Und es ist ein enormer Unterschied, es mit Brille zu spielen oder es sich so anzugucken. Es ist wirklich ein enormer Unterschied. Und für alle, die das verstehen wollen, was das für ein Unterschied ist, die müssen sich wirklich auch eine Brille zulegen und das gucken. Ich finde es auch interessant. Alle Items stehen so leicht links, also stehen immer so links beschrieben, stand das vorher auch so. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch in die Schublade reingeguckt. Und da habe ich mir jetzt diese Vorhänge nochmal vernünftig, also nochmal schön angeguckt. Die persönlich, also ehrlich gesagt, ein bisschen schlecht aussahen, aber trotzdem gut. Die Gitter sahen zum Beispiel VR ultras gut aus. Also die haben mir richtig gefallen. Daher schießt er wahrscheinlich wieder so links. Na ja, mal so leicht links verschoben. Leicht linksbündig. Also ihr seht jetzt hier. Für die Leute, die jetzt gucken wollen, wie die Story ist, die müssen die anderen Parts gucken. Hier laufe ich wirklich nur fürs VR-Gucken ein bisschen rum. Und ja, als mir dann bei der Flucht vom Monster wirklich sehr übel wurde, habe ich dann auch erstmal eine Pause gemacht und das Spiel beendet. Weil diese hektischen Drehungen und sowas alles. Ich muss mich noch ein bisschen reinfinden. Das war mein erstes Mal VR. Und ich muss zugeben, es ist ein bisschen schade, dass die Grafik so abgespackt ist. Aber wahrscheinlich wird sonst so viel Performance hin oder so. Ich weiß es nicht. Hier sieht man es vor allem. Also, es gibt jetzt die Szene, wo ich jetzt hier vom Tisch stehen bleibe. Und man sieht jetzt vielleicht auch gerade, wie es hardcore verpixelt ist. Ich habe am Video nichts geändert. Ne, vor allem links und rechts am Rand. Auch die ganzen Gegenstände, die waren richtig hart am Flimmern. So Anti-Aliasing is missing oder so. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall, das sah dann schon weniger schön aus. Das war wieder ein relativ genialer Effekt vom 3D-Effekt her und es war ultras ekelhaft, diesen Kühlschrank in 3D zu sehen. Nur schon so als kleine Randinformation. Das war nicht sonderlich appetitlich für die Leute, die das Spiel auch in VR spielen wollen. Der Kühlschrank muss nicht unbedingt sein. Ja, man sieht links und rechts auch immer so hardcore schlieren. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich ist das wegen der Bildzusammensetzung dann so oder so. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Hier fand ich es auch sehr interessant. Diese Kühe sind sehr sauber mittig durchgeteilt. Da habe ich jetzt die Puppe gesucht, von wo die denn runterfällt. Aber ich finde sie nicht. Also diese Kadaver, die da auf dem Boden liegen, genau, der ist rechts am Rand am Bildschirm. Die sind wirklich sehr sauber durchgeteilt. Also da erkennt man, oder habe ich jetzt zumindest kaum Tiefe erkannt, wo man sonst überall Tiefe erkannt hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel das erste Mal meine Hand gesehen, was ich auch sehr interessant fand. Hier fehlt jetzt zum Beispiel auch gleich eine Animation. Ah, das ist auch dumm mit den 30-Grad-Winkeln. Ich habe es nicht geschafft, in dem Flur jetzt gerade zu laufen. Mit dem rechten Analogstick, weil dieser 60-Grad-Winkel einfach nicht richtig wollte.
Da ist übrigens, wie gesagt, normalerweise hat man da ja auch eine schöne Animation, die fehlt hier halt auch. Da schwebt es halt einfach nur dieser Bolzenschneider dahin und schneidet das Ding. Bisschen schade hier und da. Aber wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, weil in dem Moment würde man ja gezwungen werden, seinen Kopf in einer bestimmten Richtung zu halten. Man kann ja in dieser Animation seinen Kopf. Obwohl man müsste es vielleicht so einstellen, dass man seinen Kopf noch bewegen kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht möglich wäre. Da ist mir gleich was Böses passiert, als nämlich der Kopfhörer rausgeflogen. Weshalb ich die Puppen gerade ein bisschen länger anstarre wie gewollt. Das fand ich auch interessant. Da hat man auch nochmal die Tiefen gesehen, weil du konntest wirklich da, wo die Arme fehlen, dieses Plugin, da konnte man wirklich so leicht reingucken. Dann wirklich der Körperbau mit den ganzen Kurven, also auch die Brüste und sowas. Es sah einfach ultra geil aus in 3D. Also von wegen wirklich da zu sein in 3D, so meinte ich das. Als wäre man halt wirklich in den Raum. Auch das über den Tisch, das beim Tisch drüber gucken oder so. Ich bin sehr langsam durchgelaufen. Vor allem, wie gesagt, mir wurde ja beim Rennen leider so leicht übel. Das ist auch übrigens sehr mies, was ich gerade gemacht habe. Es gibt da dieses ruckartige Umdrehen in Resident Evil. Und den VR steckt das schon auf den Magen. Man hört, wie gesagt, manchmal auch mein. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut hört. Man hört es auf jeden Fall, wie ich finde, manchmal, wenn ich da mit dem Analogstick irgendwie so ans maximale Limit komme. Demnächst werde ich dann. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal versuchen werde und dann vielleicht mal mit Live-Aufnahme oder sowas. Sprich, live zu kommentieren. Ich habe leider. Doch, ich hätte ein Headset. Hätte ein bisschen schlechtere Qualität, aber ich. Obwohl, kann ich das machen? Kann ich das machen? Muss ich mal schauen. Ich weiß es gar nicht. Weil ich habe ja gerade ein Headset auf, auch wenn das Mikro nicht angeklemmt ist. Sonst müsste ich es hier rüber machen und ich müsste einfach ein bisschen lauter reden. Dann klingt es für euch vielleicht mal ein bisschen dumm, wenn ich halt nicht direkt ins Mikro rede, sondern leicht dran vorbei. Da habe ich jetzt gerade übrigens so den ersten Mord gefunden und hole mir jetzt das Kichern. Welches da oben? Und das war eine Szene, da bin ich zur Tür gerannt. Hier jetzt da zur Tür und mir wurde richtig schlecht. Richtig schwindelig auch. Darum auch gerade so leicht stehen geblieben und so. Keine Ahnung warum, aber der Weg zur Tür war, glaube ich, mit einer der schlimmsten, als ich das jetzt angetestet habe. So, was ich mich jetzt gefragt habe. Während ich das jetzt hier noch weiter gespielt habe. Von wegen, ich wollte ja zum Monster und ich wollte gucken, ob ich es schaffe, die Schlüssel zu nehmen und zu fliehen. Was ich mich jetzt gefragt habe, wie zur Hölle soll ich rechtzeitig da wieder raus sein, bevor mich das Monster einmal trifft? Denn wenn es mich einmal trifft, bin ich tot. Jetzt habe ich hier nochmal die schnelle Drehung gemacht. Die erstens mir nicht gut tat und zweitens sah das jetzt, glaube ich, sehr gleich aus, dass man auf die gleiche Position ist. Auf dem VR-Headset sieht das halt nicht ganz danach aus. Hier habe ich jetzt geguckt, ob ich die Gamma-Einstellung höher schrauben kann, weil mir diese Kellertreppe dann doch ein bisschen dunkel ist. Ich habe da nämlich, wenn ich so runter gucke, an sich gar nichts erkannt. Kann ich aber leider nicht. Das Spiel sagt Gamma, nö. Und das finde ich auch cool, das Menü so umzugucken. Also sich hier so im Menü so umzugucken. Weil es einfach nur so eine 2D-Fläche ist. Jetzt kommt halt die Szene mit dem Monster. Ich habe es anders versucht, weil ich mich halt nicht so schnell umdrehen kann. Aber ich versuche das Monster zu triggern. Und dann einfach schnell rauszukommen.
Weil normalerweise die spawnt das Monster, ja. Allerdings habe ich es vorher noch nie so probiert. Übrigens, die Animation. Da wurde mir gerade übel. Man hat es vielleicht am Stöhnen gehört. Jetzt habe ich zum Beispiel das Ventil genommen und wollte da reingehen. Und auf einmal. Oh. Ja. Wenn man den Schlüssel anscheinend nicht direkt holt mit dem Ventil zusammen, bleibt das Monster da drin. Und da ich jetzt keine Lust drauf hatte, das nochmal neu zu machen und mir sowieso leicht übel wurde, habe ich dann jetzt hier auch gleich beendet. Auf jeden Fall, ich finde VR ultra geil. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.